Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Wir haben irgendwo da unten noch einen Schatz und auf der anderen Seite auch. Das heißt, wir hüpfen mal hier runter. Guck mal. Sehe ich ihn? Yes, sir. Putz. Und drin sind wir im Wasser. Geht doch. Ich wollte gerade sagen. Da habe ich einfach mal von oben darunter geschossen. In der letzten Folge. Das war elegant, muss ich sagen. Das war wirklich ein wenig elegant. So. Noch mehr Plunder. Ich weiß gar nicht, was wir mit so einem so viel Scheiß wollen. So, dann haben wir das. Können wir wieder hoch? Na komm, wir machen hier die Schnellreise. Zack. Und dann sind wir wieder oben. Ja. Dann können wir nämlich ganz gemütlich von hier oben. Unser Pferd kommt von der Klippe nach oben geritten. Gar kein Problem. Macht es natürlich gern. Ey, da ist echt einer in die Stadt geflohen, ne? Krass. Da ist tatsächlich einer in die Stadt geflohen. Okay. Na, den holen wir uns gleich noch. Wird die Quest denn nicht weg? Also ich frage mich schon die ganze Zeit, warum wird die denn immer noch angezeigt? Aber macht ja Sinn, wenn wir sie noch gar nicht durch haben, ne? Meine lieben Freunde. Die werden sofort angreifen. Nein, vorgreife ich an. Gut, dann haben wir den. Mhm.
finden wir nicht zwei Schätze. Einen haben wir noch da oben irgendwo. Ach, da ganz oben. Da ganz oben. Ja, und dann haben wir noch Shadow King, würde ich sagen, ne? Einmal runter. In Grimm. Dann würde ich sagen, hinter. Fast vermuten, wenn wir jetzt querfeldein hier reiten, könnten wir ihn abfangen. Ja, doch. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Ja, wo ist er denn? Ich würde sagen, Auftrag erledigt. Dein Mord wurde gesühnt. Jetzt kannst du ruhen. Sehr schön. So, wir haben auch alle Schätze. Das ist krass. Das ist echt krass. Und cool zugleich, muss ich sagen. Wände und Schatten. Eine Realität, ja. Guten Morgen. Herausfordernder Götter, Fremde mit Geschenken, irischer Handel. Wo sind denn die anderen Quests hin? Haben wir gar nicht. Wo sind denn die anderen Quests denn? Ah, okay. Liegt mit Sicherheit daran, dass nach Mitternacht ist. Das heißt, wir werden jetzt trotzdem einmal hier hinreisen und uns Aufgaben von Reda holen. Damit wir die Opale mitnehmen können. Macht ja Sinn, sowas zu machen. So. Reda, mein Freund. Bin noch mal gespannt, was er uns anzubieten hat. Oh, hallo. Hast du einen Vertrag? Es gibt auch. Ein vertrauter Kurier ist. Je schneller du zurückkommst. Ruhe, bitte. Was bietest du heute an? So, was haben wir hier Schönes? Valkyria-Rumpf. Erth, Veru, Kapuze. Okay, Ulz Opferstein, Berserkerrumpf, Eels Verdammnis, linker Arm, Eiswall, ein Schild und Schilde des Isu-Ritters. Nehmen wir alles nicht so. Nee, will ich nicht haben. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Masken. 14, ich glaube. Wie viel braucht er jetzt? 14 oder 16? Ich bin mir gar nicht sicher. Wir gehen mal zu ihm. So, hey, und hier Ivo. Auch einmal. Hey. Ivo, beste Denker. Sieh dir mal meine neuen Zeichnungen an. Die ich dir bringe. Was kannst du mir heute anbieten? Ach ja. Gesicht. Wir haben doch diese Hand, ne?
Okay. Und eine Hand. Aber die sieht nicht so geil aus. Ruide. Ich glaube, wir bleiben dabei. Und der Arm. Skellingi Emblem. Nee, unser jetziges ist besser. Und hier bestimmt auch, ne? Skellingi Emblem. Ja. Nee, nee, wir bleiben Alles. dabei. Ja. Ich muss gehen. Bleib gesund. Einen schönen Tag dir. Adieu, Lady. So, dann gehen wir mal zu dem lieben Griechenkollegen. Guck mal. Hier, 13, nimm ja. mehr Relikte für deine Sammlung. Zeig mir, was du gefunden hast. Wundervoll. Und hier habe ich etwas für dich. Und nett. Ich brauche mehr von diesen Artefakten. Wir sehen uns später. Bonum Fortunam, Eivor, auf all deinen Wegen. Ja, geraucht hat er auch. Richtig, richtig, richtig. So, da vorne haben wir die erste Aufgabe bereits, die wir einfach mal erledigen können. Wie heißt sie überhaupt? Die heißt Vertrag der Trunkenbold. Ein Tarn hat Reda gebeten, einen Trunkenbold zum Schweigen zu bringen, der vorgibt, der Erbe seines Vermögens zu sein. Normalerweise würde Reda über so ein Angebot nicht einmal nachdenken, aber dieses Mal ist die Belohnung den Aufwand wert. Okay. Dann holen wir uns den Trunkenbold. Oh. Was haben wir denn hier? Flügelhof. Ach was. Die Geräuschloop ist vorbei. Einfach beendet. Ach toll. Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Ach, komm her. Gestrüpp wird dich nicht retten. Ach nein. Bleib da noch stehen, bitte. Thank you.
Na, komm her, mit deinem gezückten Schwertchen. Irgendwie ist das geil. Na komm her. Lass dich nicht so lange bitten. So man uns für würdig erachtet, werden wir uns bei Ragnarök wiedersehen. Hallo. Nee, nee, Flusswacht. Jo, Mensch. Dann haben wir das. Weltkarte, dann haben wir da hinten noch einen Vertrag. Ermittlungsangebot. Ein Bauer wurde in der Nähe meines Militärlagers gefangen genommen. Eines Militärlagers gefangen genommen. Es werden keine Kosten gescheut, um ihn zu befreien. Und auf dem Gelände könnte man brauchbares Material finden. Also, let's go. Machen wir. Hallo. Sag mal. Ey, wo? Ha! Oh, was denn? Was war da? Achso, Räuber. Da waren ein paar Räuber. So, ich würde sagen, wir sind da. Wird bestimmt wieder irgendwo oberhalb festgehalten. Ich muss mich in Acht nehmen. Ja.
Bisschen hohl, die Leute, ne? Man weiß ja nicht. So, Hilfe! Hilfe! So. Möge Thor dich segnen. Ja, ja, ja. Das hat er schon. Mein Besser, das hat er schon. Na komm, Freund. Muss ich nochmal zu den anderen gehen? Ich glaube, kommt der hier nicht rüber oder was ist mit dem? Hat er mich verloren? Oh, echt jetzt? Hing am Baumstamm fest. Möge das Schicksal dir. Kann man natürlich auch machen, ne? So, dann haben wir, glaube ich, noch einen weiteren Auftrag, wenn ich mich nicht irre. Warmin. Oder war es das? Haben wir schon alle drei? Nee, der reichste Kaufmann. Mal sehen, wo wir den haben. Ach, nach oben. Da. Richtung Norden. Den Polnisch hier. Dann reisen wir dahin. Ganz einfach. Fünf Opale haben wir. Der reichste Kaufmann. Jeder erwähnt immer wieder einen aufmüpfigen und doppelzüngigen Händler, der sein Vermögen mit dem Verkauf verschiedener Waffen gemacht hat. Du sollst sie für Räder verschwinden lassen. Okay. Machen wir. Das machen wir sogar sehr gern. Bo Tulston. Ich hoffe mal, dass er bald wieder ordentliche Sachen auf meinem Angebot hat. Das wäre mal ganz schön. Unten. So, meine Freunde.
Das war's mit der 1. Was denn, ey? Was hat er damit probiert? Bestätigen wir. Ada wird sicher davon erfahren, bevor ich selbst bei ihm bin. Sicherheit. 20 Opale. Oh, das war ein lohnender Auftrag. Der hat sich gelohnt. Der hat sich echt gelohnt, der Auftrag. Nice. Nice, nice, nice. Gut. Ja, wir haben hier unten noch eine ganze Menge zu tun. Da oben, da kommen wir noch nicht rein. Da haben wir noch eine Hügelbestie. Hier oben haben wir Scoppish hier. Wir könnten jetzt natürlich noch weiter in den Norden gehen. Oder wir machen hier unten weiter. Ich glaube, Lunden wäre eigentlich die bessere Wahl. Aber ich würde sagen, wir reisen erstmal hier hin. Und holen uns die Nebenquests, die da noch sind. Und die Rätsel. Das wäre, glaube ich, noch eine gute Sache. Weil wir wollen ja alles haben. Wir sind ja gierig. Und ich verstehe nicht, warum ich da reinhüpfe. Da muss ich halt wieder rausklettern. Mit nassen Handschuhen normalerweise. So, was haben wir hier? Gehen wir erstmal dahin. Oh, okay. Großartig. Hast du ein großer Bruder, kleiner Bruder oder was? Genug jetzt! Kollege, Kollege. Welch feiger Hund. Junge, Junge, Junge. Leg dich mit jemandem an, gegen den du auch kämpfen kannst. Toll verfluchtes Biest, so sei es.
Hey. Ganz einfach. Oh nein. Elfrids Schlachtschwein vor allem. Siedlung für Monate. Vor allem, das ist gar kein Schwein. Warum steht denn da Schlachtschwein? Spannend. Warum steht da Schlachtschwein? Ich verstehe es nicht. Zwei Fertigkeiten, aber egal. Wir haben es geschafft, wir haben es besiegt. Das Schlachtschwein. Warum auch immer Schwein, aber ist ja egal. Wir haben es ja besiegt. So, und ich glaube, wir haben eine Trophäe bekommen. So, nee, haben wir nicht. Och. Ah, der Gerber kann daraus einen schönen Jagdschatz fertigen. Ja, sehr gut. So, Weltkarte. Dann haben wir hier in Kravedene. Haben wir noch ein bisschen was. Wieso Schlachtschwein? Ich verstehe es immer noch nicht. Es war doch ein Rind. Egal.
Egal, egal. Okay, eine Schatzkarte. Oh. Die Saga-Seite. Eine weitere. Das ist doch auch schön. So, dann haben wir da hinten auch noch was. Ja, der Differente. Warum wurde mir dieser Schatz nicht angezeigt? Ja, richtig. Da, hoch, Eivor. Mach jetzt nicht so einen Affen-Move hier. Und natürlich macht er ihn. Noch mehr zu plündern. Da hat sich jemand aber irgendwie ein bisschen was anderes gesammelt, oder? Kann das sein? Das sah so ein bisschen aus, als hätte sich da jemand einen kleinen Vorrat zusammengegammelt. Spannend. Der Jarl dieses Dorfes das wusste. Jungswikinger. Na, wir gehen mal da runter. Ach, eine Seite. Hallo, Ey, wo echt jetzt? Was ist denn mit dir? Was für ein geiler Sprung war das denn bitte? Hä? Wie cool war der denn? Na guck mal, unser Pferd steht ja auch noch. Estrivind. Okay.
Was wartet denn da auf uns? Ah, Pilze. Hey. Ich liebe es. Pilze. Yay. Na denn. Das ist immer geil. Uiuiui. Uiuiui. Da war ein Jötner. Rätsel abgeschlossen. Fliegenpilz. Ja. Okay. Okay. Ja. Jo. Ich weiß nicht, was das für ein Rätsel war, aber wir haben es geschafft. Ich finde die Kämpfe immer ein bisschen komisch, wenn das so Fliegenpilze sind und dann musst du kämpfen. Ich meine, diese Rätsel, die haben es... Ich glaube, einmal waren wir richtig derbe am Rätseln. Aber sonst? Oh, ein Huga. Auf diesem Land lastet ein dunkler Seder. Ja, Seder. Scheiße. Na gut. Gut. Das Land kann wieder aufatmen. Ruhig bleiben. Hier ist doch was faul. Ach da. Oh, gerade fragen, wo ist Ingrim? Ich will mein Pferd zurück. Ja, sehr gut. Guck mal, was da hinten ist. Ein räudiger Handlanger. Wir sollten uns ihn holen. Okay, Schwimmen kostet immer Ausdauer. Spannend, okay. Ja, aber macht ja auch Sinn, ne? Ja, geht weg. Dämlichen Schafe. Okay, ups. Und wieder ausgegangen. So, gleich haben wir ihn. Mal schauen, wer da auf uns wartet. Reitet er weiter oder geht der weiter?
Bodyguard. Tust du nicht. Siehste, sage ich doch. Gut bestätigen. Irgendwie schnell diesmal. Ich kannte einen Mann, der die Ratten in Lunden reinigte. Er nahm sich Zeit. Sie liebten ihn und er liebte sie. Sie lebten frei, aber kamen zum Baden bei ihm vorbei. Ratten verfügen über eine gewisse Freiheit. Doch sie leben von Dreck. Die Freiheit der Feiglinge. Ein Walhall der Besiegten. Mhm. Ortsmenü öffnen. Rodgar. Seine Feinde geraten in Panik, wenn sie das glänzende Haupt von Rodgar anrücken sehen. Er liebt das Geräusch berstender Knochen, vor allem brechender Schädel. Das Öl setzt Rodgar für alle Aufgaben ein, die besondere Brutalität erfordern. Okay. 1, 2, 3 fehlen uns nur noch. Krass. Krass, krass, krass. Unilla. Der Hunter Hunterson. Das Öl. Ah, okay. Inventar. Was haben wir denn hier bekommen? Auf jeden Fall ein Medaillon. Und wir sind gelevelt. Schon wieder. Unglaublich. Das geht jetzt Schlag auf Schlag hier. Nahkampf. Und... machen wir den Weg des Raben. Und da haben wir auch direkt was Neues freigeschaltet. Sehr schön. Ja. Kam ein bisschen spät, aber es kam. Aber es kam. So, dann gehen wir da mal hin. Wir holen uns unser Pferd. Ja! Ja, schön. Eine Maske, ne? Ja. Okay, da komme ich rein. Oh nein. Ja, das ist jetzt irgendwie doof.
brauche Adrenalin. Nur einen einzigen Balken. Da haben wir unseren Balken. Ach ja, wie dumm. Aber voll doof ist auch irgendwie, hier gab es ja überhaupt keine diese explosiven Fässer oder sowas, ne, was wir irgendwie werfen konnten. Ich hab voll den Mist erzählt. Guck mal, was hier rumliegt. Ja, nun gut. Meine lieben Freunde, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Assassin's Creed Valhalla wartet auf uns. Dankeschön. Ciao.